Request ist die Lösung für eine vereinheitlichte und trackingfreie Darstellung von Social Media. Genau, dann stellen wir uns einmal vor, wir sind Gero, Jonathan. Beppo. Ich bin Rakete. Und Sven. Also, das Problem, auf dem unser Projekt basiert, ist, dass viele Webseiten sehr lange und alle Webseiten haben ein anderes Layout und das macht es alles schwer zu benutzen. Außerdem werden Werbung und Pop-ups angezeigt, die natürlich extra wieder Leistung wegnehmen, weil sie auch wieder reingeladen werden müssen. Und jede Social-Media-Plattform hat eigene App, die Daten sammelt. Da sieht man auch nochmal hier 2 Millionen Apps und 2 Millionen Tracker und Werbung geblockt. Also das ist jetzt hier natürlich sehr, sehr viel. Genau, um das zu lösen, haben wir eine Software geschrieben, die bisher eigentlich nur als Übergangslösung fungiert, bis endlich mal wieder alle Webseiten etwas minimaler werden. Und zwar haben wir dafür eine Linux-App geschrieben, die alle Posts einer Social-Media-Plattform einheitlich darstellt. Diese Darstellungen können aber vom Benutzer auch wieder angepasst werden. Also der Benutzer hat hier wirklich alle Freiheiten. Dazu kommt, dass keine Werbung angezeigt wird, man kein Konto braucht und dadurch insgesamt weniger Überwachung stattfindet. Genau. Wie sieht das Ganze aus? Dazu haben wir am Anfang eine kleine Skizze erstellt. Eine kleine Skizze erstellt, genau. Und zwar haben wir oben eine Titelleiste, da steht einmal der Name der Anwendung drin und ein Knopf, wo man, das ist dieser Plus-Knopf, wo man weitere APIs oder Social-Media-Plattformen hinzufügen kann. Diese werden dann links in der Seitenleiste angezeigt. Von dort kann man dann seine gewünschte Plattform auswählen und die Posts dieser Plattform werden dann in dem Hauptbereich rechts angezeigt, in so Karten. Dort werden dann Bilder, Titel, Beschreibung und der Name des Autors angezeigt. Ja, die Codebase haben wir in Python programmiert, für die Transformation der ganzen verschiedenen JSON-Formate, die uns die ganzen APIs geben, benutzen wir JSON-IES-Path. Das ist eine Query-Sprache, mit der man aus einem JSON eine andere Struktur bekommen kann. Und dazu benutzen wir dann die verschiedenen APIs der Plattform. Und für das GUI benutzen wir JDK 3. So, dann kommen wir jetzt zu einer kleinen Live-Demo. Also hier sieht man das Ganze schon. Ich habe das Ganze jetzt schon gestartet. Und jetzt sieht man hier, was mache ich das gerade? Jetzt sieht man hier, also das Ganze ist hier, hier ist man jetzt zum Beispiel auf Reddit. Das ist jetzt das Mighty Interesting Subreddit. Das heißt zum Beispiel, jetzt hat man hier das Mighty Interesting Subreddit. Es gibt ja auch noch zum Beispiel das Memes-Subreddit. Oder es gibt auch noch die Tagesschau. Und man kann das Ganze auch hier zum Beispiel die Tagesschau. Zum Beispiel der Protest per Stimmzettel. Man kann jetzt derzeitig noch nicht genauer die Artikel angucken. Aber man kann jetzt schon mal eine generelle Übersicht haben. Man könnte hier oben jetzt auch noch ganz einfach weitere, heißt es, weitere Feeds hinzufügen. Hier nochmal ein paar Screenshots. Es ist eigentlich genau dasselbe, was wir gerade eben schon hatten. So. Dann kommen wir zum Und Ausblick jetzt. offene Punkte. Es wäre ganz cool, wenn wir noch ein Windows-UI mit einbinden, dass das Programm auch auf Windows-Maschinen läuft. Da GTK 3 leider nur mit Mac und Linux kompatibel ist. Und da das Ganze auch als Android-App, dass man es auch auf dem Handy mobil haben kann. Und noch mehr Dienste einbinden, dass man halt von mehr, noch mehr Social-Media-Plattformen auch die Feeds angezeigt bekommt. Dann bedanken wir uns noch bei unseren Mentoren, und zwar Malte und Marei. Und ja. Okay.